Es ist zum Kotzen. Es ist einfach nur zum Kotzen. Das gesamte Spiel ist doch der größte Schwachsinn aller Zeiten. Doch dann kann ja, die Sintflut, Mensch! Völlig neu! Jetzt einfach hier durch. Habt ihr jetzt davon? Von wegen 13 und so. War doch nochmal was. Ah, jetzt. Aha. Ach, wir sind schon wieder hier. Ja, nein, also. Ja, das konnte jetzt auch nicht richtig sein eigentlich. Aber egal. Ich meine, ich kann ja noch nicht mal sehen, was die Tür über mir sagt. Eine Äone lang. Ja, lebte keinem Land Nord, das er mit seinem Bruder und den Seelskindern geschaffen hatte. Das da. Ja, ich glaube, ich bin wieder ganz am Anfang, oder? Am Anfang war nur kein. Ja, da ist nur einer. Also ist das nur kein. Ganz allein. Ganz traurig, da. So. Als nächstes. Wo ist denn der nächste Teil von diesem beschissenen Tagebuch? Eine Äone lang. Ach so, lebte der allein? Nee, das wusste ich jetzt noch nicht. Nee, Moment, gar nicht wahr. Eine Äone lang lebte er im Land Nott. So. Bruder und Seelskinder da. Aha, und jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja, wir sind wieder am Anfang, natürlich. Macht ja auch Sinn. Ja, also, das ist wieder der Ausgang. Ah. Und das da ist gelb. Juhu, gelb. Spiel, du stellst total sinnfreie Erwartungen an den Spieler. Ich sag dir, was du tun musst, aber ich zeig dir nicht, wie du es machen musst. So, also wir sind jetzt quasi wieder am Anfang, weil das ist die verschlossene Tür, das heißt, am Anfang war nur kein. Am Anfang waren. So, das nur alleine und mit Trauer und so, kein. Passt. Ja, am nächsten Land und Brüder und so, ich weiß ja eh nicht, was da oben ist, also kann das genauso gut falsch sein. So. So. Und nun, war am Anfang nur kein. Am Anfang war nur kein. Ja. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ich gehe wieder zurück. Psst. Nö, ganz einfach. Also ganz ehrlich, da schaue ich in eine Lösung. Das Spiel ist mir hier echt zu dumm. Also. Die Lösung sagt. Erst rot. Ne? Nein, habe ich ja gar nicht so gesagt. Nein. Dann als nächstes. Yelp. Aha, hier liegt der Fehler. Ja, wird das vermutlich mal gelb sein. Ja, sieht gelb aus. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Icon ist. Und warum das jetzt richtig ist. Weil, dafür hätte ich das ja erkennen können müssen. So, als nächstes. Grün. Nein, ich lese die Dinger jetzt nicht weiter. Das ist total uninteressant. Das wird ja nur funktionieren, wenn man das sieht. Boah, warum kann ich die nicht umhauen? Das ist zum Kotzen. Also, als nächstes war blau. Bist du blau? Ja, schön, dass ich das schon weiß. Ah ja, du bist blau. Okay, sind halt, ne? Schon klar. Boah, und diese Formation ist doch lächerlich. Dann gelb und dann Treppe hoch oder so. Ich weiß nicht, ob es gelb ist. Nein. Kann ich vielleicht hochgucken, wenn ich die Kamera runterdrehe? Kann ich dann vielleicht eher was an den Türen sehen? Nee, nicht so unbedingt. Aber gut, es ist gelb. Es war was von Treppe hoch dabei, also wird das stimmen, also sind wir richtig schön.
Ja, wie gesagt, vom Prinzip her hatte ich die richtige Idee. Hätte ich nur die Icons erkennen können, hätte ich das vielleicht sogar geschafft. Ach was, lass mal das ausgedrückt. Serena, was soll das werden? Tanzen oder was? Ich muss gehen. Ja, auf Wiedersehen. Ich kehre zu euch zurück. Also, lächer. Also. Versucht die noch näher zu kommen, als direkt dran zu stehen, oder was? Also langsam wird das Ganze arg lächerlich. So, dürfen wir uns auch wieder bewegen hier. Ah. Was? Ja, schon klar. In deiner Programmierung war noch die Attacke vorgesehen, die du dann nicht mehr durchführen kannst. Ist schon okay. Weicht nicht von der Stelle. Was? Achso. Ich hab den Defensivmodus erwischt. Juhu, wieder was zu trinken. Ja, also. Was kann ich sagen? Die Idee zu dem Spiel ist schön. Das Spiel an sich überhaupt nicht. Ich meine, die KI war ja schon immer blöd, aber. Da sind so einfache Fehler drin, das ist unglaublich. So selten dumme Designentscheidungen, die kein normales sterbliches Wesen treffen würden. Da muss man schon saublöd für sein, um so einen Unfug zu machen. Nee, die gebe ich keinem. Dafür kriegst du eine Ratte. Ja, komm, hier Frau. Du kriegst die Edelsteinchen. So, hat das jetzt irgendein Tor aufgemacht? Die kann ich nicht öffnen. Also ist die vielleicht auf? Oder ich kann sie wenigstens öffnen? Nee, die ist sogar richtig aufgegangen. Cool. Dann kann ich damit die Tür öffnen. Ja, super. Ja, nun geh doch die Treppe hoch, Kerl. Nicht schleichen, laufen. Oh, hi. Keine Sorge, das fechten wir zwischen uns aus. Die kommen nämlich hier nicht um die Ecke. Das kriegen die nicht auf die Reihe. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Kleiner. Ja, komm, Ratte, stirb. La 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 la. Na also. Da scheint es nicht weiterzugehen. Da ist ja arg dunkel. Was ist denn hier? Da läge ein Schwert auf irgendwie sowas. Eigentlich ziemlich wurscht. Solange es nicht das Überschwert ist, lasse ich es liegen. Ich habe da doch so ein relativ volles Inventar. Da wollte auch schon jemand raus. Aus dem Sarg. Ja, nerv mich, Ratte, du. Ist ja okay. Ja, mach Inventar bitte auf. Oh. Au. Ja, dann geben wir mal ein Gegengift an den Willen. Wer ist es, der die Ruhe der Toten stört? Ich nicht. Einer, dem mehr am Leben als am Tod liegt. Ihr habt die Hallen von König Watzlaw dem Ersten betreten. Euer kainitisches Fleisch muss von euren Kainitenknochen gelöst werden, damit ihr die Halle des Todes nackt bis auf eure Kainitenseele betreten könnt. Bla bla fucking bla. Macht was. Lasst euren Geist walten. Zur Hölle mit euch! Okay, dem kann man also so keinen Schaden machen. Zur Hölle mit euch! Das Tier erwacht in mir. Klau ich den halt Zeug und stell mich dumm vor die Tür, ja. Hey, irgendwer hat immer irgendeinen Schaden gemacht.
machen wir mal alles hier. Okay. Zur Hölle mit euch! Hab Angst vor mir. Ach, ist das doof. Zur Hölle mit euch! Oh Mann. Zur Hölle mit euch! Ja, du. Heil dich doch schneller, Serena. Den zu treffen wäre jetzt noch irgendwie total cool. Ja, schöner Kampf, schöner Kampf, schöner Kampf. Oh ja, Treffer, ole ole. Das Tier erwacht. Ich würde ja sagen, nuckel den Geist aus, aber ich habe das Gefühl, das würde nicht funktionieren. Hey Christoph, es gibt schlimmere Schicksale als den Tod. No. Schlimmer als das Unleben eines Vampirs. Au. Ihr sprecht die Wahrheit. Au, das war jetzt gut. Nee, nee. Damit ist jetzt... Also, nee. Wupsi, steh auf, Billy. Ja, yeah, da nimm mal... Was next? Blut. Ich verlange nach Blut. Dann besorg dir dein eigenes, verdammt normal. Kann mich doch nicht um einen Scheiß kümmern. Ja, geht doch nicht. So. Meine Fresse. Ja, das war doch ein sehr schöner Boss. Nicht so übermäßig gefährlich, sondern einfach mehr... Weiß ich... Langweilig. Oh. Ach, das wollte eine Tür sein. Ich dachte, die müsste ich jetzt zauen. Da hätte jemand was zugemauert, aber gut. Aha. Ja, klar. Die sind ja zu dumm, eine Tür zu gehen. Oh, Mann. Ja, kommt ihr mir noch nach? Irgendwie ein bisschen? Benutzt Treppen, Leute. Lernt das. Weicht nicht von der Stelle. Bleibt ihr halt da unten, interessiert mich eigentlich auch ein Scheißdreck. Schön ist. Ach, doch. Noch bis hierhin gekommen, Serena. Ja, dann hier kriegst du das Funkelzeug. Ja, ich sehe, da ist eine Tür, mit der können wir nichts weiter anfangen. Auftragstafel. Bringen Sie Josef das Blut des Ahnen, besorgen Sie einen Reliquienschrein. Ja, nö, kein Plan. Mir eigentlich auch wurscht. Die Quests sagen einem sonst auch nichts, oder? Wir sagen Sie, dass wir Täter sind mit schönem Gesicht und bringen Sie es nur, haben wir schon. Betreten Sie oder finden Sie den Reliquien-Schrein für Prinz Brand. Sieht so aus, als hätten wir den, oder? Weicht nicht von der Stelle. Ah. Weicht nicht von der Stelle. Klingt das richtige Icon, bitte. Okay. Wozu ist die Tür eigentlich da, wenn man die eh nicht benutzen darf und kann und soll? Egal, wir gehen einfach wieder. Dann hat sich das. Was sagt unser Gold? Wow. Fast nix. Aber ein kleines bisschen mehr ist es doch.